Hallo, mein Name ist Andreas Klotz von Orget und ich werde über den Pflanzenschutz in der Sonnenblume sprechen. Beginnen möchte ich mit den Herbiziden im Vorauflauf. Da ist das Wing B eine Möglichkeit. Wing B beinhaltet wie Stomp Aqua und Spektrum ist aber auch fertig gemischtes Produkt. Ist auch unter anderer Handelsbezeichnung Spektrum Plus bekannt. Das kann man mit 4 Liter pro Hektar im Vorauflauf einsetzen. Wer gerne eine Mischung macht, der kann auch das Stomp Aqua entweder mit dem Bando oder mit dem Boxer, mit dem Fantasia zusammenmischen. Ein 3 Liter Bando bzw. Boxer und ein 2 Liter vom Stomp Aqua. Das sind auch komplette Lösungen. Wer tolerante Sorten hat, bei den Tribenoron toleranten Sorten kann man das Pointer SX anwenden. Das da im Nachauflauf zugelassen ist mit 1x45 Gramm oder im Splitting 2x30. Ab dem 2-Blatt-Stadium der Sonnenblume ist das möglich. Bei den Mazamoxa-toleranten Sorten ist das Pulsar A Plus verträglich. Da kann man mit 2x1 Liter oder 1x2 Liter zum gleichen Zeitpunkt wie beim Pointer M auch fahren. Wichtig ist im Nachauflauf den Tropformier, ein Netzmittel mit 0,3 Liter dazuzugeben. Bei den Gräserherbiziden ist es so, dass Agil, Fusillade und Focus Ultra zugelassen und anwendbar sein. Beim Fusillade und beim Focus braucht es hier EMO-FE als Aktivator dazu. Bei den Fungiziden ist es so, dass bei hohem Befallsgefahr von Sclerotinia, bei intensiver Fruchtfolge mit anfälligen Kulturen, Amistar Gold mit 1 Liter eingesetzt werden kann. Kann es aber auch über die Pflanzengesundheit machen, über 3 bis 4 Liter Plantonic 1 bis 2 Mal angewendet vorbeugen, bevor die Pflanze krank wird. Auch möglich ist, für die Wurzelbildung ein Soltonic E anzuwenden, das es auch als Beize gibt, als Seed Tonic. Ja, wenn es noch Fragen gibt, meldet euch sehr gerne. Ich berate euch sehr gerne unter der Saison.